Servus, ich bin der Matthias, der Testchef des World of MTB Channels. Diesmal stelle ich euch das Radon Slide Trail des Modelljahres 2021 in der Ausstattungsvariante 10.0 vor. Das Slide Trail verfügt über einen Carbon-Hauptrahmen, der mit einem Aluminium-Hinterbau kombiniert wird. Wie es der Modellname schon ausdrückt, ist das Radon für jegliche Trail-Abenteuer konzipiert. Das jeweils auf große 29 Zoll rollende Mountainbike verfügt über 150 mm Federweg an der Federgabel, der Hinterbau generiert 140 mm. Eine Raffinesse des Rahmens ist der Flipchip im Gelenkpunkt des Umlenkhebels und der Sitzstreben. Diese ermöglicht eine Geometrieanpassung, sprich der Lenk- und Sitzwinkel lässt sich so um 1 Grad steiler bzw. flacher justieren, sowie sich die Tretlagerhöhe um 14 mm verändert. Der clean und markante Rahmen zeichnet sich zudem durch einen Montagepunkt für einen Flaschenhalter, innen verlegten Bautenzügen und Schutzprotektoren am Unterrohr und der Kettenstrebe aus. Das Slide Trail ist in 4 verschiedenen Rahmengrößen, 16 Zoll, 18 Zoll, 20 Zoll und 22 Zoll verfügbar und mit einer modernen, getrimmten Geometrie gezeichnet. So beträgt in Rahmengröße 18 Zoll der Lenkwinkel je nach Flipchip-Einstellung flache 65,6 Grad oder steilere 66,6 Grad, verknüpft mit einem Sitzwinkel von 75,5 bzw. 76,5 Grad. Der Reach misst 445 mm und die Kettenstreben weisen eine Länge von 435 mm auf. Der deutsche Direktversender Radon bietet das Slide Trail in insgesamt 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Den Einstieg ermöglicht das Slide Trail 8.0 für 2.549 Euro, gefolgt vom Slide Trail 9.0 für 3.029 Euro. Unser Testbike, das Slide Trail 10.0, wechselt für 3.649 Euro den Besitzer. Für das Topmodell, dem Slide Trail 10.0 HD, sind 4.429 Euro fällig. Unser hier gezeigtes Testbike, das Slide Trail 10.0, wiegt 14,15 Kilogramm und ist wie folgt ausgestattet. Beim Fahrwerk bedient sich Radon aus dem Hause Fox. Die Fox Float 36 Federgabel, wie auch der Float DPX 2 Dämpfer, kommen in der Factory-Ausführung. Sprich mit goldschimmernden Standrohren. Geschalten wird mittels einer SRAM GX Eagle Schaltgruppe. Das Schaltwerk kommt jedoch aus der höherwertigen X01 Eagle Gruppe samt neuer 1052er Kassettenspreizung, die eine 520%ige Übersetzungsbandbreite ermöglicht. Die SRAM G2 RS packt vorne auf eine große 200 mm Scheibe zu, am Hinterrad ist eine 180er Scheibe montiert. Auf den Newman Evolution SL A30 Laufradsatz sind Maxxis Minion DHF und Minion DHR2 Reifen im lässigen Skinwall-Look aufgezogen. Neben einem Raceface-Cockpit ist das Slide Trail mit einer SDG Teles Vario-Stütze und passendem SDG Bell Air-Sattel ausgestattet. Ob eine sportliche Home-Trail-Runde oder ein Single-Trail-Abenteuer in den Bergen. Mit dem Slide Trail hast du einen tollen Begleiter an deiner Seite. Die Sitzposition auf dem Radon ist sportlich getrimmt gewählt, die sich selbst bei vielen Stunden im Sattel als sehr angenehm herausstellt. Bergan legt das Slide Trail ein gutes Kletterverhalten an den Tag. Speziell in der High-Einstellung des Flipchips sorgt der steilere Sitzwinkel von 76,5 Grad für eine zentrale Position auf dem Bike. Dadurch lässt sich zum einen kraftvoll treten und gut Druck auf das Vorderrad bringen. Mit der mächtigen Übersetzungsbandbreite von 520% und dem verbauten 30er Kettenblatt lassen sich selbst steilste Anstiege prima meistern. Der Schaltungsmix aus SRAM X01 Eagle und GX Eagle Komponenten funktioniert in der Praxis tadellos. Der Hinterbau zeigt sich beim Pedalieren als recht antriebsneutral, das dem Trailbike prima zu Gesicht steht. Vor der Abfahrt versenken wir noch schnell den Sattel via der SDG Telestütze. Die Funktion war einwandfrei. Dann sausten wir verschiedenste Trails bergab. Das edle Fox Factory Fahrwerk zeigt sich sportlich straff im Setup. Das verleiht dem Radon ein poppiges und spritziges Fahrverhalten. Auch in Anlieger taucht das Fahrwerk nicht unnötig in den Federweg.
und bietet dem Fahrer den nötigen Gegenhalt. Je nach Flipchip-Einstellung zeigt sich das Slide Trail laufruhiger oder agiler im Handling. Hier kannst du deinen persönlichen Vorlieben bzw. Fahrstil freien Lauf lassen. Das Fahrverhalten ist recht direkt. Lenkbewegungen setzt das Radar präzise um. Enge und schnelle Manöver gelingen ebenso gut. Die 29 Zoll Laufräder bringen speziell im rauen Gelände erhöhte Laufruhe ins Fahrverhalten. Die Maxxis-Reifen schenken uns ordentlich Grip. Die SRAM G2-Bremsen ließen uns punktgenau anbremsen. Absolut gefallen am neuen Radon Slide Trail hat uns das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hochwertige Ausstattung, die Möglichkeit der Geometrieverstellung via Flipchip sowie das ausbalancierte Fahrverhalten. Geschmackssache ist sicherlich doch das relativ straff abgestimmte Fahrwerk. Wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like hier und abonniert unseren Kanal.